Hallo und einen schönen Samstagmorgen. Ich sitze hier, trinke gerade noch einen Schluck Kaffee. Draus regnet's wie wild, ein richtig mieses Wetter. Und da habe ich mir gedacht, halte ich mal wieder mein EDC in die Kamera. Es hat sich nicht viel geändert und bis auf einen Teil. Und das ist so mein EDC, das ich mitnehme, wenn ich mich im urbanen Umfeld bewege oder in der Stadt. Jo, noch einen Schluck Kaffee und dann wollen wir mal beginnen. Was immer dabei ist, das kennt ihr ja alle, mein altes Climber benutze ich nur noch fürs Grobe. Das ist schon ziemlich abgerockt, aber immer noch top. Meine Uhr ist immer noch die Tissot, die PR50. Ich bin jetzt nicht so der Uhrenfanatiker. Die zeigt mir die Zeit an und das Datum und das reicht mir auch schon. Und die macht immer noch einen guten Job. Wird ab und zu mal zum Uhrmacher gebracht, zum Reinigen, Batterie wechseln. Das reicht mir als Uhr. Jo, am Schlüsselbund trage ich dieses Sammelsurium, ein kleines billiges Pry-Bar, mein Alux SD und die Phoenix E05. Die reicht mir vollkommen aus, um mal einen Schlüsselbund um die Haustür oder eine Autotür aufzumachen. Ist die ausreichend? Dann habe ich hier so einen Behälter, da ich ja morgens meistens vergesse, meine Pillen, die ich halt nehmen muss, zu schlucken, habe ich da normalerweise immer ein Sortiment drin. Und hier diesen Clip von Victorinox, wo ich meinen Schlüssel am Gürtel sichern kann. Da kommen dann noch zwei Schlüssel dran, die zeige ich jetzt nicht. Einmal Autoschlüssel und Haustürschlüssel. Und dann sind wir hier auch schon komplett. Jo, was habe ich? Hier habe ich so eine Ledertasche, da sind meine Karten drin. Und hier hat hier ein Geldscheinfach. Hier hinten noch zwei Fächer. Das habe ich immer in der Tasche. Und Kleingeld trage ich sowieso in der Hosentasche. Und da reicht mir dieses Teil hier aus. Jo, kommen wir mal zu der Sache, die sich geändert hat. Hier mein Kursol von Kone, das Napoleonmesser. Das ist immer noch in der Tasche. Sehr schneidfreudiges Teil. Ich habe das unheimlich gerne. Einfach ein ganz tolles, tolles Messer. Dann haben wir hier den Space Pen. Der wird demnächst auch ausgetauscht gegen einen anderen in Messing. Und hier nun die Neuerwerbung. Da hatte ich vorher die i3T drin von Olight und habe jetzt die i5T SOS, EOS. Eine ganz tolle Lampe. 300 Lumen auf der stärksten Stufe. Messing. Das Teil musste ich haben und habe es auch bekommen. Gott sei Dank mittlerweile kurz nach Erscheinen schon ausverkauft und passt super zu meinem EDC, da alles aus Messing ist. Ganz tolle Sache. Gefällt mir unheimlich gut. Der Space Pen, der wird ausgetauscht gegen einen Kaliber 50 in Messing. Der wird mich auch demnächst erreichen und dann habe ich hier mein EDC für die Stadt, alles in Messing, sieht einfach klasse aus. Das Etui ist von André, von Insens6nleather. Wir haben hier hinten noch ein Kartenfach. Ganz tolle Arbeit vom André. Habe ich immer in der Tasche, wenn ich in die Stadt gehe. Jo, und was darf nicht fehlen? Natürlich ein Fixed. Klein genug, um in der Hosentasche getragen zu werden und groß genug, um alles anfallende, größere damit zu bewältigen. Das ist mein Highland Spezial von Bark River.
die Klinge A2, man sieht's, das Messer wird genutzt. Hier hinten schön Mikada, schwarze Griffschalen, liegt super in der Hand und ist ausreichend groß, um alles damit zu machen, was man halt mit einem Messer so macht. Die Scheide habe ich mir auch anfertigen lassen, schöne schwarze Scheide mit roter Naht, auch vom André. Jo, Leute, das ist so mein EDC, was ich so täglich dabei habe, wenn ich mich draußen im urbanen Umfeld bewege. Alles 42A konform und alles top. Das ist natürlich der Kracher, diese neue Lampe von Olight. Super Ding, gefällt mir unheimlich gut, musste ich einfach haben. Jo, das wäre so mein EDC, das ich so täglich, eben wenn ich in die Stadt gehe, in der Jacke oder in der Hose verstaue. Wenn sich einer berufen fühlen sollte, auch ein EDC-Video zu machen, immer gerne gesehen. Das wäre meins. Das ändert sich natürlich, wenn ich mich im Wald bewege oder so. Dann ist das wieder was ganz anderes. Aber das ist mein EDC fürs urbane Umfeld. Jo Leute, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, denne. Tschüss.